für mich steht bei so einem Ultrarennen auch nicht immer nur die sportliche Herausforderung im Vordergrund, sondern gleichzeitig auch das Erlebnis, was man entlang der Strecke sehen kann, was für Leute man treffen kann, an seine Grenzen zu kommen, zu sehen, zu was ist man mehr in der Lage, als was man vielleicht selber glaubt. Sich ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszubewegen, aus seinem Alltag, aus dem Gewöhnlichen herauszukommen und eine besondere, eine gute Zeit auf dem Fahrrad zu erleben, was zu sehen. Als ich die Strecke Stück für Stück zusammengebaut habe oder Stück für Stück zusammengescoutet habe, fernab vom Verkehr. Ja, im Endeffekt ja, die schönste Route durch die Alpen zu finden. Cycling-Rennen, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich gespürt, dass ich irgendwann in den Modus komme, wo ich das Gefühl habe, ja, man ist einfach ein bisschen Flow und fährt einfach nur noch und macht sich gar nicht mehr so viele Gedanken darüber, wie das jetzt gerade noch funktioniert. Es funktioniert halt, weil man sehr stark in dem Moment ist. Die Alpen sind für mich einfach wahnsinnig, wahnsinnig inspirierend, wahnsinnig groß, wahnsinnig beeindruckend. Und allein der Name, die Alpen, damit verbinde ich einfach viel. Die Alpen stehen für mich für wahnsinnig viel. Deswegen habe ich das Ganze die Alps genannt.